Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter Aka Uli. Und zwar zu einem Video außerhalb der Reihe. Das hätte ja, ich sag mal, das Video 66 heute sein können. Aber es ist ein reines Bastelvideo. Das ist für diejenigen, die sich dafür interessieren, was man so Kleines bauen kann für die Modellanlage. Und es wäre zu langatmig für das Video 66 gewesen. Deswegen habe ich es jetzt hier mal separat gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Das ist ein kleiner LKW, den habe ich mir fertig gemacht. Für meine Fabrikanlage oberhalb oder unterhalb von meinem Zeppelin-Landeplatz, der ja mittlerweile fertig ist. Zu diesem Zeitpunkt war es noch nicht, aber ich möchte es euch heute gerne mal zeigen. Das Ganze ist wie immer gedacht für Einsteiger, für Modellbahnfreunde, für Modellbaufreunde, ist egal, für jeden, den es interessiert. Es hat, ist ein nettes kleines Projekt, ich fand es recht lustig, deswegen dachte ich mir, zeige ich euch das mal heute und zum Sonntag. Und da wünsche ich euch natürlich einen schönen Sonntag und da würde ich sagen, wir sehen oder wir sprechen uns gleich wieder. Viel Spaß! Ja, und da bin ich schon wieder. Wir sehen natürlich jetzt hier die gleiche Sequenz, nur etwas schneller, als wir eben im Trailer gesehen haben, im Einspieler vorne gesehen haben. Ich bin ja jetzt vom Schwenk von der Anlage, von der Fabrikanlage, von dem Fabrikmodul mal hier runtergekommen. Das ist so mein Sammelsarium für PKWs und LKWs für meine Modellanlage, die ich mir so zugelegt habe. Oben sehen wir viele, viele kleine Autos, die ich mit unterbringen will, die aber auch teilweise nur ausgeschlachtet werden, weil da Beleuchtung drin ist, die habe ich günstig bekommen. Aber egal, das wollte ich nur mal so erwähnt haben. Also ich habe genug Vorräte und auf meine Anlage kommt ja auch später auch dieses Faller System mit drauf. Das hatte ich ja schon mal in irgendeinem Video erwähnt und deswegen auch die LKWs, weil ich habe dann vor, diesen oder jenen LKW mit umzubauen, dass der dann mit Antrieb funktioniert. So was habe ich auch schon liegen. Ich habe also einen fertigen LKW da. Ich habe einen Umbausatz da, dass ich mir das fertig machen kann, umbauen kann. Ich habe jede Menge weitere LKWs, die ich umbauen könnte, die ich fahren lassen möchte. Das kommt aber alles ein bisschen später. Ja, okay, den nehme ich. Für diesen LKW habe ich mich entschieden. Der ist so herrlich gelb. Der ist, hier sieht er wieder ein bisschen oranger aus. Auf der Anlage eben sah er ein bisschen gelber aus. Er ist gelb. Er ist so Mittelding zwischen dem, was wir hier sehen und dem, was wir auf der Anlage eben gesehen haben. Und der LKW soll nicht einfach nur dastehen. Das würde ich relativ langweilig finden, sondern der soll gerade Schüttgut abladen. Jetzt habe ich überlegt, wie mache ich das? Deswegen habe ich übrigens am Anfang eben gesucht nach einem LKW, vielleicht mal zu der Geschichte, was ich da gemacht hatte. Ich habe einfach geguckt, besitze ich denn überhaupt einen LKW, der ja kippen kann, oder muss ich da erst mit einer Säge da die Ladefläche absägen, um dann beweglich zu machen, weil es beweglich ist es ja nicht mehr, es wird ja alles festgemacht. Aber egal, ich habe einen gefunden, der kippen kann. Das läuft nicht mit einem Scharnier, das ist bloß so ein Klemmmechanismus da irgendwo. Der soll ja auch nicht hoch und runter fahren. Und dann, das geht ja nicht, oder der würde ja nicht, könnte er genau einmal abkippen. Das ist ein bisschen, das ist mir ein bisschen wenig. Ansonsten muss ich ja jedes Mal wieder hochschaufeln. Und da sollen dann zwei Figuren dahinter, die habe ich auch schon da. Ich bin ehrlich, hier in meiner Anlage ist das alles schon platziert. Das Video ist jetzt schon so, das Material, ich sag mal, 3 Wochen alt. Aber ich wollte es trotzdem euch zeigen, was ich da so gemacht habe, der Vollständigkeit halber, weil im Video 66 kommt das nachher mit, wird das mit platziert, da mache ich ja die, oder 67, entschuldigt bitte, wenn ich mich auf die 66 so festhalte, ich wollte euch zwischendurch eigentlich noch was anderes zeigen, mal hier, wo nicht gebastelt wird, sondern wieder ein bisschen was zur Eisenbahn, zum Gleisbau, zum Weichenlegen und zum Antriebelegen, sowas, das wird wahrscheinlich nächste Woche kommen. Aber egal, ich wollte die Fabrik, die ja mittlerweile auch schon fertig ist, also wie gesagt, ich bin zurzeit schon einiges weiter, als ich euch immer so zeige, und da wird eben dieser LKW hier mit dastehen, mit aufgesetzt werden. Und das Ganze ein bisschen lebendiger zu machen, da stehen dann kleine Figürchen dahinter, die dann gerade die,
Kohle wegschippen und ja, das sieht recht nett aus. Und ich habe mich absichtlich auch für einen gelben LKW, ich hätte ihn ja komplett übermalen können. Ich hätte ihn jetzt schwarz machen können oder braun oder dunkelrot oder was auch immer. Aber es sind nun mal ja, Bau-LKWs. Und die sind bei uns zumindest in der Gegend, wir haben ja einige Baufirmen, die sind alle gelb, muss ich sagen, die sind alle gelb. Und deswegen dachte ich mir, ach warum nicht, es ist zwar für die Steampunk-Anlage, aber ich habe es glaube ich schon einige Male erwähnt, wenn ich immer sage Steampunk-Anlage, es steht ja unter jedem Video drunter, das was ich wahrscheinlich nie jemand durchlesen wird. Da steht drunter geschrieben unter anderem Steampunk, als wenn es das heute noch geben würde. Es hat es ja nie gegeben, das Steampunk, das ist ja logisch, das brauche ich ja keinem zu erzählen. Es soll, wie gesagt, diese Ära aufgreifen, diese reine Steampunk-Ära, aber eben so, als wenn es das noch geben würde, als mit moderneren Teilen, als das in dieser Fantasy-Geschichte immer aufgegriffen wird. Viele, ich wurde auch schon von manchen angeschrieben, ja, Steampunk, das ist ja doch ein schweres Thema und wie auch immer. Ja, aber wie gesagt, nicht so eng sehen, das ist eine reine Fantasy-Geschichte. Ich versuche hier so ein bisschen industriellen Charakter reinzukriegen, eben diesen Industrie-Steampunk-Charakter, das fand ich immer recht interessant. Und bei Steampunk, ja, ich habe ja hier Dieselloks zu fahren, die würden ja auch nicht so wirklich dazu passen und deswegen dachte ich mir, ach komm, da kann der LKW ruhig gelb sein, ich fand's hübsch und wenn wir doch sagen, das soll im Jahr 2021 oder was weiß ich, wenn wir das Video hier gucken, sein, dann können die LKWs auch ruhig halbwegs moderner sein. Ihr habt ja, wer aufmerksam war, hat ja vorhin auch gesehen in meiner LKW-Vorrats Schubladen da unten, da sind ja auch LKWs, die sehen einfach viel, viel älter aus, als wenn sie aus den 50er Jahren kommen oder sowas. Auch das finde ich passend. Es muss nicht alles modern sein, es muss nicht alles alt sein. Ich finde die Mischung, dass ich verschiedene Viertel, zum Beispiel oben, wo ich jetzt in der nächsten Woche wahrscheinlich das mit den Gleisen zeigen werde, da soll ja wie so ein ja, also Güterentladung und auch ein kleines Dörfchen entstehen und da kann ruhig alles ein bisschen alter sein. Das finde ich gar nicht so schlimm, die Mischung zwischen alt und neu und deswegen, ja, mache ich mir da keinen Kopf, es soll einfach hübsch sein, es soll niedlich sein und deswegen, ja, ich reite immer noch auf der gelben Farbe rum, ich fand ihn nett. Was ich natürlich mache, was wir ja die ganze Zeit im Hintergrund schon sehen, ich saue den LKW ein. Ja, so gelb kann er da nicht stehen bleiben. Also das ist ja das ist ja ein Quietschefleck da oben. Das braucht natürlich kein Mensch da. Und deswegen wird das schön schmutzig gemacht, denn der hat ja auch Kohle hinten drauf. Ich habe versucht, den an Stellen zu verdrecken, wo mir es logisch erschien. Klingt ein bisschen albern. Ich habe vorher bei Tante Google ein bisschen rumgesucht und habe LKWs rausgesucht, die so Schüttgut transportieren, vorrangig Kohle oder irgendwas in Kohle, so transportiert hier kaum einer Kohle, wie ich das hier mir denke. Vielleicht ist es ja auch irgendwas anderes. Schotter ist ja aus dem gleichen Material bei mir. Kann ja auch Schotter sein, muss ja nicht. Aber Schotter an der Fabrik neben den Schornstein abkippen ist ein bisschen albern. Deswegen sage ich mal, es ist Kohle. Und ja, wie auch immer. Und was wollte ich eigentlich sagen? Ach so, und da habe ich mir ein paar Bilder bei Google angeguckt, wie die LKWs, wo die ihren Dreck so haben, wie sie verdreckt sind. Und da habe ich mich dann entschieden, das genau so zu machen, in den Ritzen hinten drin und so weiter und so fort. Und das fand ich schon recht passend. Hier verwende ich jetzt mal wieder meine Farbe. Wer sich erinnert, am letzten Video hatte ich ja den Treppenaufgang zum Zeppelin-Landeplatz so in so einem Silber-Metallic-Farben da bemalt. Und die Dose hatte ich halt da hier auch schon draußen. Und da habe ich natürlich unten gleich ja die Tanks und Druckluftbehälter und natürlich auch die Felgen alle so ein bisschen noch mit Silber-Touch drauf gegeben. Sicherlich werden die auch total verdreckt. Deswegen habe ich versucht, das so ein bisschen grob zu machen und ein bisschen dunkel durchschimmern zu lassen. Es sieht wieder kein Mensch. Wir reden nach wie vor zu beim Maßstab von 1 zu 160. Das Teil steht ja in meiner Fabrik oben drinne. Vorteil wird nachher sein, ihr werdet es zum Schluss sehen, trotz des Schüttgutes wird es alles abnehmbar sein da oben. Ich kann also, wenn ich das möchte, den LKW jederzeit noch anders bemalen oder mehr Details reinmachen. Ich hatte auch übrigens überlegt, ob ich Licht reinbaue.
Habe ich ja alles da. Der hätte ja auch vorne Scheinwerfer kriegen können. Habe ich mich dann aber bewusst dagegen entschieden, weil erstens mal muss nicht alles mit Licht ausgestattet sein, weil irgendwann wird man ja förmlich überflutet vor der Anlage. Und zum anderen steht er ja gerade da und hat halt das Licht aus. Ist völlig in Ordnung. Und er steht auch noch unter einer Laterne, das finde ich auch noch in Ordnung. Und zum dritten oder vierten, was weiß ich, was ich jetzt alles aufgezählt habe, kann ich immer noch Licht reinbauen. Das ist überhaupt kein Problem. Da nehme ich halt die Führerkabine da vorne ab, baue die Lichter rein, bohre ein Loch durch die ganze Geschichte. Und ja, Licht ist dran. Also ist überhaupt kein Problem, das noch nachzurüsten, wenn ich mal später feststelle, Licht muss runter oder rein. Aber das ist, es gibt noch so viel zu tun, da mache ich mich jetzt hier mit dem kleinen LKWchen überhaupt nicht verrückt. Hier sehen wir jetzt, was ich am Anfang ausgeschnitten habe, wo dann das Schüttgut drauf liegen soll. Denn wenn ich es abnehmbar haben möchte, dann möchte ich natürlich auch, dass das Schüttgut dran hängen bleibt am LKW. Deswegen habe ich da jetzt diese runde Geschichte da drauf gemacht. Und das hatte ich ja vorher ausprobiert. Und jetzt musste ich hier feststellen, dass ich, dass ich das jetzt runterkippen gleich werde. Und dass es gar nicht so liegt, wie es am Anfang lag. Hat aber mehrere Gründe, da komme ich gleich mal drauf. Und die Idee war da und die Umsetzung ist nachher auch gelungen zum Schluss, aber zwischendurch habe ich ja immer mal, oder wer hat das nicht, so kleine Rückschläge. Und zwar mache ich ja jetzt hier Kleber drauf, Weißleim, den verteile ich hier so richtig schön. Und wenn ich nachher das Schüttgut runterkippe von der Ladefläche, habe ich überhaupt nicht bedacht, dass der Kleber... Der Kleber bremst das ja. Das rutscht ja nicht so weg, als wenn das eine glatte Oberfläche wäre, wie vorher beim Testen. Sondern der Kleber bremst mir ja logischerweise. Sehen wir jetzt gleich. So, und hier. Sehen wir es gleich, dass das nicht wegrutschen kann. Der Haufen bleibt im Grunde genommen da vorne liegen. Und hinten sammelt sich der Kleber. Da dachte ich auch, na toll. Naja, was habe ich gemacht? Wir haben es jetzt über Blende gesehen. Ich habe es von Hand drauf gerieselt. Ganz einfach. Mache ich mich nicht verrückt. Es sieht immer noch so aus, als wenn es runtergerutscht wäre. Und jetzt wurde es ganz klassisch wie bei Schotter oder bei Sand oder bei Erde. Mit Tiefgrund verwende ich ja immer ganz gerne für sowas hier. Der gibt ja immer noch, der Tiefgrund ist eigentlich für so Schienen und sowas gar nicht so richtig geeignet, weil der hinterlässt ja so eine kristalline Schicht auf den Schwellen zum Beispiel drauf. Aber hier so für Kohle ist der so schön dünnflüssig und wird auch schön fest. Und das dafür ist geeignet. Wenn jetzt hier ein leichter kristalliner weißer Schimmer oben drauf ist, ja, bin ich ehrlich, wen juckt's? Deswegen, so, jetzt hatte ich das gerade trocknen lassen. Und jetzt sehen wir schon, ich kann es nachher hochheben. Und jetzt das Führerhaus aufgesetzt. Das heißt, da habe ich die Scheibischen eingesetzt. Und genauso kann ich das später mit den Lichtern machen. Wie gesagt, dann nehme ich das Führerhaus einfach ab. Und gut ist im Grunde genommen. Und jetzt sehen wir schon, da ist ein bisschen was abgebrochen, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist gar nicht schlimm, weil ich habe das so ein bisschen überstehen lassen. Und ja, das passt schon. Überhaupt kein Problem. Das sieht gut aus, wenn es da steht. Hier sehen wir es von unten so ein bisschen da. Sieht man es, wie ich es habe überstehen lassen da vorne. Ja, das mache ich noch so ein bisschen rund da weg. Überhaupt kein Problem. Also das passt. Wenn es draufgesetzt ist, sieht das nett aus. Und jetzt habe ich überlegt, da ist so angedeutet vorne wie so ein Hydraulikstempel. Und da habe ich jetzt hier ein bisschen Schrumpfschlauch genommen und mit dem Schrumpfschlauch habe ich das dann, jetzt habe ich ihn hier über Messingdraht, Messingröhrchen drüber gezogen, habe ihn angeschrumpft und so habe ich das dann drüber gestülpt, einmal oben über diesen kleinen Nippel, weiß ich gar nicht, da oben ist, man sieht ein bisschen blöd aus, wenn das bloß so da ist. Deswegen habe ich das da drunter gemacht, unten war ein Loch, da habe ich es reingesteckt. Und ja, mein Gott, ist ein bisschen dick, aber so sieht man es wenigstens. Wenn das jetzt so dünn gewesen wäre, wie es hätte sein müssen, oder wesentlich weiter hinten, mein Sohn kam dann rein und sagt, aber da vorne sitzt das gar nicht, der sitzt da in der Mitte ungefähr. Sag ich, ja, hast du recht, weiß ich eigentlich, aber auch hier bin ich ehrlich, wen juckt's, ob das jetzt da vorne ist oder da hinten ist. Auch hier ist es eine Fantasiegeschichte. Ich baue nicht ja 1:1 irgendwas nach, sondern ich baue so, wie es mir gefällt und wie es hübsch aussehen könnte. Und so sehe ich es wenigstens, wenn ich vor der Anlage stehe, dann sehe ich diesen Hydraulikstößel da oder Stempel oder wie das Ding heißt. Und ja, mir gefällt. Jetzt habe ich hier vorne noch das ein bisschen, wo die Farbe einmal da war. So bin ich übrigens immer. Habe ich noch da so die Stoßstange ein bisschen mit bemalt und dann hier die Kotflügel. Bisschen noch mit Silber gemacht. Das ist alles Sachen, die sind relativ unwichtig im Grunde genommen. Aber es ist so, man sieht's, wenn man rantritt.
von der Ferne sieht man das alles gar nicht. Das ist so. Und deswegen mache ich es immer wieder drauf. Und wenn ich mal genauer hingucken möchte, kann man das ja gerne tun. Und dann sieht man das. Und jetzt habe ich hier oben noch, oder was heißt hier oben? Jetzt habe ich den LKW noch mit dieser Mattlack bemalt. Ich wollte nicht, dass der glänzt wie so ein Plastikschwarten da oben drauf, sondern dass das eben ein bisschen, ja, matt benutzt aussieht und wie auch immer. Und deswegen habe ich jetzt hier dieses Mattlackzeugs da drauf gemacht und ich, ja, man sieht, ich habe es mit dem Silber ein bisschen übertrieben auf der Rückseite zum Beispiel, aber auf der Anlage steht ja so, das sieht man erstens gar nicht und wie gesagt, zweitens kann ich mir das Teil allemal da oben runternehmen und kann es ja bemalen, wenn ich das noch möchte. Ich wollte einfach nur, dass ihr mal seht, dass ich mir die Mühe, die ich mir so gebe, auch mit solchen Modellen gebe, dass ich das auch alles mitbearbeite, dass ich jetzt nicht mehr so nagelneue Modelle hinstelle. Das mache ich ja generell nicht. Das mache ich ja weder beim Bau der Anlage, noch mache ich das bei irgendwelchen Zubehörsachen. Ich versuche also, mir jedes Teil irgendwo vorzunehmen und das Ganze irgendwo zu bearbeiten. Ich möchte, wie gesagt, nicht so diesen Standard da irgendwas hinstellen. Da steht halt ein LKW. Und wie ich es immer schön sage, ich sehe das bei euch ja auch. Ihr macht ja genauso schöne Sachen. Und ja, hier sehen wir nochmal in etwas größer. Ich finde, das Ding sieht nett aus. Es sieht natürlich aus. Der lädt gerade was ab. Und wie gesagt, nachher stehen die beiden Arbeiter noch dahinter, die da gerade rumschippen noch dran. Und mit der passenden Beleuchtung. Eine Laterne steht nachher noch drüber. Das zeige ich euch übrigens in dem Video dann, wenn ich die Fabrik euch zeige. Im Verbund mit dem Landeplatz oben drüber. Also mal alles in allem. Und dann könnt ihr euch das mal anschauen, da würde ich mich freuen. Das wäre das übernächste Video, also am übernächsten Freitag. Und jetzt, nächsten Freitag, kommt dann wahrscheinlich erstmal die Gleisanlagen und die Reichen und Antriebe, die Unterflurantriebe und sowas. Hier sehen wir nochmal, wo er platziert wird. Da wird er zum Schluss stehen. Da steht er nachher nicht wirklich. Also ein bisschen weiter vorne steht er dann zum Schluss. Weil da wird ja noch begrünt und da kommt noch Sand und Erde und alles sowas drauf. Alles klar, dann verabschiede ich mich für heute erstmal. Macht schön gut, euer Aquapainter Aga Oli.